Josef Leopold von Auenburger wurde 1722 in Graz als Sohn eines Gastwirts geboren. 1809 starb er in Wien. Er war also 87 Jahre alt. Von Beruf war er Mediziner und Librettist. Das Gasthaus seines Vaters hieß Zum Schwarzen Mohren. Dort lernte er, die Füllung der Weinfässer durch Beklopfen der Fasswand abzuschätzen. Mein Assistent zeigt Ihnen nun, wie das geht. Wir sein Fass. Ah. Er dachte sich, das geht also auch mit der Lunge. So wurde die Perkussion erfunden. 1761 veröffentlichte er das Buch mit dem wunderbaren Titel Neue Erfindung mittels Anschlagens an der menschlichen Brust als Zeichen, um verborgene Brustkrankheiten zu entdecken. Ah, verborgen. Ansonsten war er Hofarzt. War er Hofarzt von Maria Theresia, schrieb zusammen mit Antonio Salieri die Oper Der Raufbahnkehrer. Er war auch dessen Trauzeuge und spielte mehrere Instrumente. Das Wichtigste zum Schluss, das Areal des Universitätsklinikums Graz wurde im zu Ehren Auenbrugger Platz benannt.